Willkommen, willkommen, willkommen. Eine weitere Folge, ein Jahr, tausend Wunder. Für die Verwunderten, was das ist, wo der Finger wackelt, kommt eine Infokarte mit einem Videolink, wo man das nachschauen kann. Für die anderen, wir werden ein bisschen durch einen Mischwald spazieren und ich möchte ein paar blühende Pflanzen herzeigen und vergleichen, beziehungsweise was uns halt so einrennt, ein bisschen anschauen. Und anfangen, und da muss ich jetzt schnell sein, weil der geht schon wieder schlafen, ist der Reinkohl. Der Reinkohl gehört zu jenen Pflanzen, die was ihre Blüten nur am Vormittag offen haben und da auch nur, wenn es schön ist. Und gegen Mittag gehen sie wieder zu. Man sieht das da schon, also da, das klappt sich schon wieder schön ein. Da habe ich das Glück, dass einer noch länger aufbleiben wollte, da kann ich das herzeigen. Das ist so eine Korbblüte mit eigentlich relativ wenigen Einzelblüten. Das können zwischen 8 und 15 sein, aber das ist nicht recht viel mehr. Also so in diesem Bereich bewegt sie sich. Grundsätzlich, gerade wenn er jung ist, ich meine, ja, essbar ist er auch jetzt noch, aber nicht mehr appetitlich. Ist eine einjährige Pflanze, selten zweijährig, und man erkennt ihn auch schon im Rosettenstadium ganz gut an diese doch sehr typisch leierförmigen Blätter. Da sind sie halt dann noch kleiner, aber gut erkennbar eben auch klar und dann, ja, also ich esse ihn dann schon ganz gern, wenn er wieder frisch kommt. Wissen muss man, es darf einen nicht schrecken, mal schauen, ob es zeigen kann, weil es ist nicht recht viel, aber doch, seht ihr, er ist milchsaftführend, seht ihr da an diese Rissstellen, tritt Milchsaft aus. Also, aber das ist in dem Fall wieder mal kein Zeichen für Giftigkeit. Stängel und so, das wird es nicht beißen können, also wann dann eben die Blätter nutzen und eben unten diese leierförmigen Blätter, ja, Rückseite, Vorderseite und an den Blütentrieben, also seht ihr, da, also je weiter oben, da sind es dann so schmal lanzettliche Blätter oder eher spießförmig, also beides, da lanzettlich, die ist eher spießförmig und je weiter, dass man nach unten kommt, desto eher findet man diese leierförmigen Blätter. Und da nehme ich mir jetzt lieber Reinkohl, ich nehme da, das war jetzt mehr, wie ich mitnehmen wollte, aber du wirst das überleben, dafür zeige ich da nochmal, da tritt jetzt auch Milchsaft aus, weil da beam ich uns jetzt schnell hin, nämlich der Mauerlattich, der steht auch gerne in der Gegend vom Reinkohl umeinander, manchmal nebeneinander, und den habe ich früher verwechselt, aber das schauen wir sich kurz an. So schaut's, das hätte ich mir sparen können, dass ich irgendwas ausreiße, weil da habe ich tatsächlich eher wieder einen Stehen. Und da hier rüben steht dann der Mauerlattich, ja, also da, und da sehen wir, der hat eben nur so 5 Blütenblätter, was sie sich teilen. Beim Mauerlattich sieht man sogar genauer oder leichter, dass diese Blütenblätter am Rand, da steht mir jetzt ein Großhainer, so eingekerbt sind, wie mit der Schere ein paar Zacken eingeschnitten. Das ist auch beim Reinkohl so, nur da ist das Ganze nochmal viel kleiner, weiß ich nicht, aber ja, man sieht schon, also auch da gibt es diese Einkerbung. Ich weiß nicht, wie ich den früher verwechseln habe können, weil eigentlich schaut sie gar nicht gleich aus. Aber das ist halt wahrscheinlich so, wenn man was lernt. Da ist wieder der Reinkohl. Und gleich dazu gesagt, schaut, also größentechnisch, also das ist jetzt wieder der Mauerlattich, also der kann einen Meter und über einen Meter hoch auch sein, aber eben auch so ein Glanzpflanzer. Und mal schauen, wo finde ich da jetzt an, nur mit herzagbaren Blätter, weil auch er, ja, die sind schon alle nicht mehr wirklich herzeigbar. Ich lege ihn rein, da schaut es. Also das sind die Blätter vom Mauerlattich. Und auch der Mauerlattich ist milchsaftführend. Also auch das teilen sie sich. Ja, da seht ihr, also da sprudelt das dann. Nein, sprudeln nicht, aber er tritt aus. Ja, also mal schauen, weil diese Blätter alle, was ich euch da jetzt gerade Tag, ich sehe echt nichts, weil es so wackelt mit der Kamera, sind nicht gut stellvertretend, weil die Blätter vom Mauerlattich können auch viel, viel größer sein, wie das, was ich da jetzt runterzupfen kann.
Aber das ist halt vom Standort zu Standort verschieden. Aber seht ihr, also ja, wenn man es einmal gesehen hat, ein riesen Unterschied zwischen den zwei Pflanzen. Weiter oben, also ihr seht es, auch beim Mauerlattich wird das Ganze eben lanzettlicher, je weiter oben das ist. Und unten, ja, das ist eher schon schrotförmig, nennt man es, glaube ich, und nicht mehr leierförmig. Okay. Weil ich es da gerade erst leichten habe gesehen, schauen wir es uns trotzdem an. Ihr seht, heuer wird ein super Himbeerjahr. Also die sind jetzt natürlich noch nicht reif, aber da ist einiges am Heranreifen. Ja, da wird es dann was zum Essen geben. Aber das habe ich nicht gemeint, sondern da, was da so Rotvierer leicht. Mal schauen, ob ich da irgendwie gefahrlos zubekomme. Ja, gefahrlos nicht, aber wir kommen da schon zu. So, ich nehme da einfach eins. Das ist der rote Holunder, der ist noch nicht reif. Also er geht in die Reife, aber wenn man greift, der ist noch viel zu fest. Und man sieht bei manchen da, wenn man da drunter schaut, die ist auch noch so blass, rosa, noch gelb, rot. Also das ist noch nicht ganz reif. Im Grunde, und da scheiden sich die Beschreibungen in der Literatur, auch der schwarze Holunder ist ja roh nicht essbar und gehört verarbeitet. Beim roten Holunder wird eher gesagt giftig und zeitgleich gibt es dieselben Berichte, dass er genauso verwendet wird wie der schwarze Holunder. Was für mich problematisch ist, ich meine, ich habe das Glück, ich verkoche so und so nie was, aber es unterscheiden sich voll die Berichte, die einen schreiben, man kann ihn genauso verwenden, also man muss ihn halt kochen zu einem Röster, wie man das beim schwarzen Holunder macht. Andere sagen wieder, die Kerne sollten entfernt werden. Wieder andere sagen, beim Kochen steigt eine ölige Substanz auf, die was abgeschöpft gehört. Also das weiß ich nicht. Wenn sich wer für euch entscheiden möchte, den tatsächlich auszuprobieren, informiert ihr da noch gut. Aber es ist auf jeden Fall verbrieft, dass er speisetechnisch verwendet worden ist. Und natürlich wahrscheinlich auch zum Teil noch verwendet wird. Aber wie genau, bitte nachlesen. Ja, wisst ihr was? Ich drücke einfach auf Pause, wenn uns wieder was einrennt, schauen wir uns das genau an. Da im Hintergrund wieder der rote Holunder, da muss man vielleicht noch erzählen, dass der extrem, also das sind voll kleine Exemplare da, das kann schon auch wirklich ein größerer Strauch sein, aber ja, was vielleicht zeigt, ist, dass er auch schon voll klar und jung wieder Früchte bilden kann, somit voll verbreitungsfreudig ist, weil er nicht lang braucht praktisch, dass er Samen verbreiten kann. Also das geht schon wirklich, da habe ich schon ästige Stabau gesehen, wo ein Fruchtstand drauf gestanden ist, weiß nicht, im ersten oder im zweiten Jahr. Wieso ich da jetzt nochmal eingeschaltet habe oder wieder eingeschaltet habe, ist, was wir da auch schon rot leuchten sehen, ist die rote Heckenkirsche. Die ist so und so für uns wirklich nichts zum Essen, weder die Blätter noch die Früchte, aber sie sind halt sehr stark verbreitet und auffällig. Auch da natürlich jetzt noch unreif. Wir sehen, da ist sogar noch grünlich-gelb. Das wird rot. Und das bei Vollreife sind die ziemlich prall und dann wird die Außenhaut fast durchsichtig und drinnen ist saftig saftig weinrot. Also voll auffällige Frucht. Eben auch durch das, dass diese zwei Früchte miteinander zusammenhängen. Also bei den Blüten hat sie ausgeschaut, wie wenn sie da zwei gegenüberstanden. War auch so, nur die Fruchtknoten waren auch in der Blütezeit schon miteinander verwachsen. Was natürlich dazu führt, dass auch die Früchte miteinander verwachsen sind. Ja, zumindest auf einer dünnen Stelle hängen die zusammen. Rote Heckenkirsche. Sieht man wirklich häufig, die sollte erwähnt sein. Da schaut's. Da Mini-Mauerlattich, ja, aber dafür da jetzt, das habe ich erst gesucht. Ich meine, so schauen nämlich die Blauen aus, wenn die auch da sind. Und auch die sind eben essbar. Also auch wenn die im Frühling, werde jetzt praktisch nur die Rosette finden. Das heißt praktisch den Stiel da nach oben, den gibt es dann noch nicht. Aber die Rosette ist eben so aufgebaut wie da unten
aus lauter solche Einzelblätter. Und der da schaut sogar noch frisch und knackig aus. Also kann man auf jeden Fall mampfen. Ja, punkto Geschmack muss so und so immer jeder selber rausfinden, ob er es mag oder nicht. Ja, die milchsaftführenden Pflanzen sind in der Regel ein bisschen bitter, aber ich finde das beim Mauerlattich gar nicht so tragisch. Okay, aber dann hat man jetzt das auch super gesehen. Also so ein Mauerlattichblatt, ja, schaut so aus. Da schaut es toll, die Kohlgratdistel, auch einfach oft als Kohldistel bezeichnet, taucht wieder auf. Da die Blütenknospen sind jetzt für diese auffälligen Hüllblätter noch versteckt, aber das wird jetzt schnell gehen und sie blüht auf. Schau, Ameise. Kommen dann alle möglichen Bestäuber vorbei, weil ist auch ein Nektar zum Holen. Für uns voll super, nämlich super essbar, nämlich ist blattgrün, so wie die Wurzeln. Ich habe jetzt da nichts ausgraben, weil ich es nicht brauche, aber die Wurzeln sind inulinhaltig, also ist ein Zuckerort sozusagen und bringt auch Energie. Und sie wird zum Teil, besonders in Japan, auch tatsächlich aus Speisepflanzen angebaut, also gewerblich, nicht so wie ein Kräuterhuscher, die was ab und zu was aus der Natur zahlen, sondern das wird angebaut für die Ernte. Ich freue mich jedes Mal wieder, und da kann ich das sogar jetzt sagen, was wichtig ist bei ihr, dass wir wissen, dass die Blätter sehr vielgestalt sein können. Das kann fast rundlich, also wie eine lange Zunge, aber fast ohne Einschlitzung, also das ganze Blatt kann so ausschauen wie da an der Spitze, aber es kann auch so stark eingeschnitten sein. Ja, also all dies kann zur Kohlgratdistel kehren. Schauen wir mal, ob wir da noch irgendwo auffälligere oder noch rundere Blätter sehen. Aber das ist eben von Pflanzen zu Pflanzen verschieden, aber als typisch zum Bezeichnen. Ah, da sehen wir das wieder weniger eingeschlitzt. Und ich werde mir da jetzt eh was mitnehmen für meinen Mittagssmoothie. Das Geschickte ist, man sieht eh, wenn man da Da ist es wieder schön, Schatz. Also das ist mehr rundlich. Ah, das alles, was ich da jetzt brock, werde ich dann auch essen. Also das ist jetzt mein Mittagssmoothie grün praktisch. Und da haben wir es fast ohne Einschlitzung. Ah, das ist halt halbwegs klar. Und dann da haben wir es wieder. Ah, also praktisch, weil man hat ganz schnell viel Grün beieinander. Also ja, das eine Handvoll Grün. Und noch ein, zwei Blau werde ich mir jetzt packen und dann mitnehmen. Und wie ihr merkt, da ist jetzt nichts, das was sticht. Also es sind zwar feine Dörnchen an diesen Blattzähnen, an diesen wenigen, aber die sind nicht verletzend. Ja. Also Kohlgratdistel jetzt wieder gut erkennbar durch diese typischen mit riesen Hüllblättern umhüllten Blütenständen. Schaut mal, ich kenne sie mittlerweile so gut, dass es mich nimmer verleitet, dass ich glaube, ich habe eine Walderdbeere gefunden. Das ist die indische Scheinerdbeere. Das Blöde ist, ich habe da jetzt geschaut, ich habe nirgends, da ist vielleicht eine Blütenknospe, sie blühen gelb. Ja, also schon mal im Vergleich zu unserer Walderdbeere, die was ja weiß blüht. Und typisch ist, seht ihr diese Hochblätter da, also dieses Grün, das bleibt auch unter der Frucht erhalten. Da sehen wir, da, eigentlich riesengroße Früchte, auch essbar. Das einzige Problem ist, sie schmecken eigentlich noch nichts. Da war eine Blüte, schau. Ja, die ist angefallen. Also ihr seht es, also das ist da, ja, aber da sagt man, dass da gelbe Blütenblätter drauf fallen. Und wenn man zu viel davon isst, also man spürt voll diese ganzen Nüsschen, die was praktisch da draußen, also auch das teilt sich mit der Erdbeere, dass die Nüsschen auf der Außenseite sind, die krachen recht, wenn man drauf beißt. Und wenn man zu viel davon essen würde, kann es Durchfall erzeugen. Also
Ich meine, ich esse sie wirklich gern, weil, ja, es ist halt nicht recht geschmackig. Aber ich bin ja nicht so ein geschmacksaffiner Typ, darum ist es mir wurscht. Nur, dass ihr das mal gesehen habt, also nicht alles, was nach Walderdbeer ausschaut, muss Walderdbeer sein. Und wenn es solche großen Hochblätter drunter hat, dann ist in der Regel die indische Scheinerdbeere. Mich wundert es, also da kann es echte Großbestände geben. Und dann findet man in der Regel auch immer blühende und schon reife Exemplare vor. Das ist wieder was anderes da. Ja, nur dass man das mal gesehen hat. Indische Scheinerdbeere. Das wird auch ganz oft sehen und ich finde, es ist auffälliger wie die Blüte selbst. Nämlich, das sind die Fruchtstände von der Nelkenwurz. Und da seht ihr, da bleiben die Griffel, also die Stabel, was wir da so sehen, das da, das ist der Rest von der weiblichen Blüte. Also die weibliche Blüte heißt ja, heißt ja Stempel, setzt sie zusammen aus ganz oben die Narbe, wo der Pollen ankommen kann, dann der Griffel, der kann mehr oder weniger lang ausgebildet sein bei verschiedensten Blüten, und unten ist dann der Fruchtknoten. Da sehen wir laut, also diese kleinen grünen Kugel da unten, da drinnen reift der Samen und an dem Fruchtknoten selbst, also an der Frucht an sich, ist eben der Griffel erhalten bleiben, der verhärtet und kann dann praktisch Klettfrucht, also ist eine Klettfrucht, also diese einzelnen, wenn das dann reif ist, löst sich das praktisch auf und durch diese verholzten Griffel kann das Ganze dann wo haften bleiben. Also wenn da irgendein Viecher oder ich vorbeistreife, dann kann das einfach dann sich anhaften und der Stickel weiter wieder irgendwo abfallen. Und so kann sich das Ganze praktisch verbreiten, also eine Klettausbreitung. Da schaut es, also das sind diese einzelnen Früchte und man sieht da an jedem hängt eben so ein trockener Griffel dran. Da, wo haben wir, also da, das ist nur die Blüte, seht ihr? Ja, in der Mitte ist das grün jetzt, was nachher da diese Früchte ausbildet. Ja. Also Nelkenwurzfrüchte. Mit anderen Kletthaaren, also ja, oder Klettgriffeln, wär's aber eigentlich so. So, guckt, die heutige Reise möchte ich mit dem ja, kleinen Exemplar von der Tollkirsche beenden. Da wird es ein Zeitreisevideo geben, das was bald fertig ist. Da warte ich nur mehr auf die reifen Früchte. Nur weil ich es so gern habe, herzagt, typisch, es wird nachher so sein, dass ganz lange noch Blüten, unreife Früchte, aber auch reife Früchte auf der Pflanze selbst stehen und das über mehrere Monate lang, also 2 Monate, gibt es das Spiel, wo alles zeitgleich da ist, finde ich immer wieder interessant zu sehen. Und ja, also Tollkirsche, so kann das ausschauen, kann auch wesentlich größer sein, kann aber auch viel kleiner sein, ist eine mehrjährige Pflanze, aber jede mehrjährige Pflanze muss irgendwann ihr Leben beginnen und dann ist das Ganze natürlich viel kleiner. Okay, ja, ist giftig, nur erwähnt, nicht, dass du jetzt wieder sich denkst, boah, gute Tollkirsche, sicher lecker, weil das Wort Kirsche drinnen ist, muss man die Finger davon lassen. Und, weil ich mich ja so gern anpotze, schaut, boah, das ist ja da eben das echte Johanniskraut, auch Tüpfeljohanniskraut genannt. Da habe ich letztens die Geschichte erzählt, dass ich in meiner Trotzzeit dann einfach 2 Hände davon gegessen habe, weil ich mir gedacht habe, Johanniskraut kann man eh essen. Es ist eigentlich giftig, zwar nur leicht giftig, wird zeitgleich medizinisch eingesetzt und ist auch anerkannt. Und um was geht, oder wenn man so Johanniskrautöl oder so macht, sind eben der Farbstoff da drinnen, ich glaube Hyperizin heißt er, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Und das erkennt man da schon an diese schwarzen Drüsel, seht ihr das? Und wenn ich da jetzt drüber fahre, dann werde ich ganz rote Finger kriegen.
weil dieser Farbstoff sich da einfach verteilt. Ja, also da, man sieht das, seht ihr, also da werden meine Finger dunkel. Und es gibt eben Unterarten vom Johanniskraut. Manche haben mehr von diesem Farbstoff, manche haben gleich gar keinen. Wenn man medizinisch relevante Pflanzen nutzen möchte, dann muss man auf jene zugreifen, die was diesen Farbstoff auch wirklich in sich tragen. Okay, dann für heute, pfiat euch, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.